Ik kan in meinem Texteditor een HTML-Datei offen und ein Style Sheet. Die HTML-Datei habe ich auf der rechten Seite im Browser offen. Und wenn ich etwas ändere an der HTML-Datei oder im Style Sheet, zum Beispiel möchte ich eine andere Farbe als Hintergrundfarbe einstellen, dann sehe ich das nicht sofort. Ich habe die Datei zwar abgespeichert, aber bevor ich etwas sehe, muss ich das HTML-Dokument neu laden, damit der Browser das neu durchrendert. Jetzt sehe ich die Änderung. Mit der Zeit kann das etwas mühsam werden. Es ist möglich, in Visual Studio Code eine Erweiterung einzubauen, die das Neuladen unnötig macht. Um die Erweiterung zu sehen, gibt es ein Icon auf der linken Seite. Wenn man das anklickt, dann sieht man die Erweiterungen, die schon eingebaut sind. Bei mir sind das schon zwei und bei dir sind das vielleicht noch keine. Und oben gibt es ein Textfeld und da kann man Erweiterungen suchen. Ich schreibe dort Live Server. Und ich nehme gerade den ersten, der angezeigt wird, und klicke auf Install. Das geht relativ schnell. Es ist möglich, dass nach dem Installieren hier ein kleiner Knopf steht, der Reload heisst. Bei mir kommt das jetzt nicht. Ich hoffe, es funktioniert jetzt einfach so. Ich mache das Fenster zu, das hier aufgegangen ist. Was man jetzt hier überkommt, ist die Möglichkeit, dass der Ordner, wo die Dateien drin sind, als quasi Webserver funktioniert. Es gibt jetzt hier bei mir am unteren Rand einen neuen Knopf, der heißt Go Live. Und wenn ich den anklicke, ich komme hier eine Meldung über, die ich jetzt nicht durchlese. Und im Browser ist ein neues Fenster aufgegangen. Mit dem gleichen Dokument. Wenn du genau schaust, dann siehst du, dass in der Adresse jetzt eine Netzwerkadresse steht. 127.0.0.1, das ist die Adresse vom eigenen Computer. Und die Zahl hinten dran ist eine genauere Adresse innerhalb vom Netzwerk. Im Fenster, das wir vorher offen hatten, sehen wir den Pfad zu der Datei innerhalb des Dateisystems. Es sind also zwei verschiedene Arten, auf die Datei zuzugreifen. Im ersten Fall wird die Datei im Filesystem gesucht und im zweiten Fall wird die Datei im Netzwerk gesucht. Was jetzt passiert, wenn alles gut gegangen ist, ist, dass wenn ich hier einen neuen Wert eingebe und das speichere, dass der Browser automatisch einen Reload macht. Und das sollte auch möglich sein im HTML-Teil, wenn ich dort zusätzlich Text einfüge und abspeichere. Immer in dem Moment, wo ich dann abspeichere, wird im Browser automatisch neu geladen. Ich finde das recht ein gutes Tool. Man findet das unter dem Extensions-Icon auf der linken Seite. Wenn man das aufmacht, kann man Plugins und andere Erweiterungen suchen und installieren.